Hallo zusammen, ich bin Veronika, ich bin 19 und komme aus St. Gallen. Es hat angefangen, als ich schon 12 oder 13 war. Dort habe ich mich immer nur auf meine Nase fokussiert. Und ich habe mich auch immer mit den anderen verglichen, dass sie immer so herzige kleine Nasen hatten. Was mich einfach stört, ist, also ich zeige es euch sonst von der Seite, und zwar der Spitz. Es hängt so wirklich ein bisschen gegen runter und auch der Höcker da ein bisschen. Und mein Wunsch wäre eigentlich, dass der Dr. Belzer das so gegen rauf tut, dass es so einen herzigen Spitz gibt. Die Nasopädie wollte ich eigentlich schon immer machen. Das Problem war einfach wegen Geld. Da ich noch in der Lehre war, war es fast nicht möglich, so viel Geld auf die Seite zu legen. Aber da ich Lehre abgeschlossen habe im Sommer, habe ich seitdem auch gespart für die Nasen-OP. Die beste und grösste Unterstützung, das ist meine beste Kollegin. Sie hat immer gesagt, Vero, mach einfach das, was du für richtig haltest. Lass nicht auf die anderen. Dann habe ich ein Beratungsgespräch gesucht. Es ist auch gut verlaufen. Er hat mich auch wirklich sehr gut beraten. Ich hatte auch so eine Simulation von meiner Nase, also von meinem ganzen Gesicht, wie das dann aussehen wird. Und ich war wirklich überzeugt gewesen. Und dann hatte ich eigentlich auch gerade einen Termin vereinbart. Der ist dann jetzt auch bald in 2 Wochen. Ich bin mega glücklich, aber auch nervös.